Hey, na, was war das? Sagt der Adi? Du kennst den Adi, du weißt, wie der Adi ist. Okay, sagt der Adi, sagt er, ja, sagt er, mei, jetzt sind wir da auf der Wiesn, da sagt er, bevor wir anfangen, legen wir uns noch ein paar auf. Okay, zuerst halt einmal, okay, haben wir uns ein paar aufgelegt, die haben jetzt so die nächsten Steindl da hin und ich habe ein Ding gesoffen, warte mal, lass mich sinieren. Ich habe einen Vogelbeerschnaps gesoffen. Okay. Und wir haben da so hin und so. Dann sagt der Adi, mei, du kennst den Adi, du weißt, so ist er halt, der Adi. Sagt der Adi, ja, sagt er, mei, jetzt sind wir da auf der Wiesn, sagt er, jetzt tun wir einmal mit der Geisterbahn fahren. Dann haben wir gesagt, Adi, spinnst du? Wir haben da keine kleinen Buben nicht mehr. Geisterbahn fahren. Da sind wir alle da mit der Geisterbahn fahren. Das ist schon recht, ist schon gut. Beruhig dich. Ja, der gibt ja keine Ruhe nicht mehr. Dann sagt er mir den Gefallen, dann fahren wir halt mit ihrem Geisterbahn. Warum nicht? Okay, dann sind wir die nächste Geisterbahn rein. Okay. Und der Adi ist nicht mehr mir gesetzt. Okay. Und wie soll die sein? Also eine Geisterbahn, irgendwann kommt natürlich einmal so ein Geister her. So ein Kreisspinner oder was, so. Okay. Dann habe ich das erst gesehen. Ich habe das vorher nicht gesehen. Nein, ich habe es ja vorher nicht gesehen. Okay, der Adi zieht den Adi aus der Joppen einen Stuhl hängst lassen. Okay, ein Stuhlbein. Okay. So ein Kaliber. Ich habe das nicht gesehen. Du und der Adi zieht den Geist noch nicht auf. Okay. Und der Geist geht. Ja, ich habe noch gesagt, Adi, spinnst du, sag ich. Magst du keine Geister? Er hat gesagt, nein, ums Verrecken nicht, hat er gesagt. Das Geschwirr hau ich zum Teufel, sagt er. Und der Adi hat an jeden Geist, der wohl jetzt gekommen ist, verstehst du? Und du musst dir das vorstellen, die Geister, die haben aus Gips, okay? In der Geisterbahn hat es gestaubt, okay? Wie in einem Mehlhäferl, okay? Die Leute, die hinter uns gefahren haben, da war bloß so ein Gipshäuferl wieder, verstehst du? Wir haben uns dann danach die Leute draußen noch ein bisschen angeschaut, die nach uns gekommen sind. Die haben uns ganz entgeistert angeschaut. Das war so, dann war es so. Dann hat der Adi gesagt, ja, sagt er, okay, also, was sagt er, weil der Spuk hat ein Ende, sagt er. Und von dem Staub, da wirst du durstig, okay, kriegst du Durst. Sagt der Adi, jetzt ist es so weit, dass es so weit ist. Okay. Also gehen wir ins Bierzelt rein. Ja, haben wir gesagt, gehen wir ins Bierzelt. Aber wo gehen wir hin? Ja, sagt er, wir gehen ins Schotten, haben wir Bierzelt, ist ja wurscht, sagt er. Haben sie zwar bloß den Spaten gewaschen, aber er sagt, sagt zur Not, Hoffmann, ist ja wurscht, okay. Da, wir gehen da rein, da, in Schottenheim, in Bierzelt, da rein, da. Da, ich muss dir sagen, da drin kein Platz, weit und breit kein Platz. Da drin, zugegangen, ein Gesums, ein Gewurl da drinnen, kein Platz, nichts zu machen. Hey, und die ganzen scheiß Ausländer da drin, hey, das ganze Graffizeug, Holländer, Japaner, Amerikaner, okay. Die wo da vor, daheim schon die Plätze wegwachsen. Okay. Und, ja. Und. Jetzt schauen wir um, da drinnen ein Dachsenbraterei. Probieren wir es da drin. Okay. Also haben wir da umgegangen, aber genau das nämliche da drin ist zugegangen, das ist ein Wahnsinn. Hey, zugegangen, dass du sagst, ja, sag einmal, haben die Leute heute einen helllichten Tag nichts anderes mehr, einen Schädel wie Bier saufen. Du, wir wollen schon wieder gehen. Keine Chance.
Du, und auf einmal, jetzt pass auf, da wo der, weißt schon, wo der Ochs hängt, da ist ein Tisch, ein Mordstrum Tisch, frei. Das gibt's ja nicht, ein ganzer Tisch frei. Das gibt's nicht. Das heißt, ganz frei war er nicht. Weil da ist nur so ein Zwischengemeinde da geguckt, verstehst? Nun ist der Hadi zu dem Zwischengemeinde hingegangen und hat ihn gefragt, aber ganz höflich. Ganz höflich, ich will dabei gewinnen. Dann hat er gesagt, Spezi? Hey? Frage! Hey? Ist da noch frei? Aber das Zwischengemeinde, okay, Ausländer, null Deutsch. Unter null. Okay. Mit den Händen hat er umeinander gewirkt. Okay. Er wollte irgendwie sagen, nein. Okay. Hat aber der Adi ganz freundlich, höflich, weil ich bin dabei gewesen, ich habe es ja gesehen. Hat der Adi zu ihm gesagt, der Spezi, dass wir uns klar verstehen. Wir sind uns insgesamt 8 Metzger. Okay. Und dann haben wir uns hingesetzt, gell? Okay. Gleich ein Bier gekommen und Düng und gleich zimtig, da haben wir so Geschwänzwürstel gefressen. Einfach schön, wirklich ein Gaudi, gell? Das heißt, Zwischenmeinl hat kein Gaudi gehabt. Okay. Im Gegenteil, gell, er hat so eine Gulaschsuppe, also so ein Plastikding hat er rausgegriffen, so giftig, war so. Okay. Und der Adi. Der Adi, aber das ist der Adi, da kannst du nichts machen. So ist er halt, gell. Hat der Adi, aber auf die Idee muss kommen, gell. Kreativ ist er ja, der Hund, gell. Kommt er her mit einem Salzhaferl so in Schapfen, haut am Zwischengemeinde in Gulaschsuppe rein und sagt, Spezi, sauer macht lustig. Wir haben gleich so viel lachen müssen, gell. Aber das Zwischengemeinde nicht, gell. Null Humor, das Arschloch, gell. Jetzt bei so macht. Nein, bloß, dass ich weiter verzeihe. Da drin im Bierzeit, Bomben, Stimmung, gell? Musik, Spur, ein Prosit, die Gemütlichkeit, alle Leute auf die Tisch drum, wir auch, gell? Und jetzt bei so macht. Prosit, also die Gemütlichkeit, eins, zwei und gesoffen war noch nicht. Weil ich war dabei, ich konnte sagen, wie es war. Kommt das Zwischengemeinde, von unten ist ein Haufen gegraben. Hat ein Adi da am Arm, hat einen packt, am Trinkarm, hey, und hat ihn behindert. Hey. Ich habe das gesehen, ich war dabei. Hey. Und dann hat er noch gesagt, sagt er, ich hab's auch verstanden. Okay, ich war dabei und dann sagt er, Police, Police. Und so viel Englisch kann der Adi auch. Okay. Und jetzt kommt das, was ich beschwören kann. Du kannst dann bring einen Richter her, ich schwöre jeden Neid. Weil von zuschlagen, keine Rede. Der Adi hat ja nicht zugeschlagen. Okay, der Adi hat nicht zugeschlagen. Der Adi hat einen Zwischengemeinde, einen Maßkrug lediglich leicht. Ein Schädel aufgesetzt. Okay. Ja, dann war er Ruhe. Okay. Wir haben ja noch lange in den Bierzeit drin gewesen. Was weißt du, was wir noch eingelittert haben? Okay. Ich habe eine Magrele gefressen und gerade wirklich, also einfach nicht und auch nicht die Leute und so. Okay. Das heißt, da am Nebentisch, da waren auch ein paar so Hans Wursten. Okay. Das waren so. Aus der Täterei. Ja, so Ossi, gell? Dann hat der Adi hört das, gell? Und steht auf und schreit um mich zu denen. Ich sag, das ist faul, Hund, hat er gesagt. Ist faule Bagage, dazu müssen wir es arbeiten. 40 Jahre lang im Pit um einen Anflanken. Gell? Und jetzt zu uns rumkommen und uns in die Händeln fressen, sagt er. Du musst aber sagen, die haben keinen Humor. Okay?
Den haben sie noch austrieben. Gell? Du, einer von denen Ossi, so ein brake Kerl, steht auf, möchte sich an Adi greifen. Gell? Aber der Adi hat schon gewusst, er lässt sich nicht provozieren. Gell? Weil der gewusst, er hat einen Stuhlhaxen unterm Tisch. Gell? Der Adi zirkt und zeigt, gell? Gleich hat er die Angang. Du zirkt der Adi mit den zwei Fingern an die Nasenlöcher. Das Zwetschgenmeindl wieder rauf. Sagt der Adi, auf verreck, ist der allwein noch da? Nein, der hat nicht mehr gut ausgeschaut. Der hat schlecht ausgeschaut. Okay. Dann haben sie einen Sanker geholt und haben sie ihn entsorgt. Okay. Da war er Ruhe. Okay. Und dann schreibt der Schmierfink da rein in Zeitung, Attacke auf Geistesmensch, Nobelpreisträger erleidet Schädelbasisbruch. Sag mal, so wie der ausgeschaut hat, das kann schon sehen, dass der so schnell keinen Nobelpreis mehr kriegt. Okay. Aber nein, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Gell? Jetzt möchte ich auch mal was sagen. Gell? Jetzt frage ich mich, wenn einer so studiert ist, ja, bei einem so studiert ist wie der, dann muss er da so viel Hirn haben, dass er wissen muss, dass er mit dem Kopf, der überhaupt nichts aushält, nicht aufs Oktoberfest geht, oder?